Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen den 1. FSV Mainz 05. Endstand 2:0, das Ganze vor 12.548 Zuschauern. Hier auf dem Podium die beiden Cheftrainer, Bo Svensson von den Gästen aus Mainz und Thomas Reis, unser Chefcoach. Und der Gast hat das erste Wort. Herr Svensson, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dir, Thomas, und an Bochum mit dem Sieg, mit dem verdienten Sieg. Ich finde, wir waren so passiv, insbesondere in der ersten Halbzeit heute. Sinnbildlich war natürlich das Tor, was eklatant schlecht verteidigt war. Nicht nur das Dribbeln von Holtmann, aber auch davor nicht gut verhalten. Und danach, wir haben uns einfach schwer getan. Bochum war griffiger, waren aggressiver, haben auch einen besseren Fußball gespielt und deswegen verdient gewonnen. Ich glaube aber immer noch, dass wir sehr, sehr viel mitnehmen können aus diesem Spiel. Vielleicht sogar mehr als aus dem Spiel gegen Leipzig. Dankeschön. Vielen Dank. Thomas, dein Fazit zum Spiel? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Wir wussten im Vorfeld, dass Mainz ja ein sehr unangenehmer Gegner ist, weil wir haben auch natürlich die Spiele analysiert und haben dann auch festgestellt, dass es schon irgendwo Wahnsinn ist und von mir absoluter Respekt, auch wenn sich der Bo heute nicht dafür vielleicht kaufen kann, aber mit welcher Disziplin die einzelnen Spieler aus den Grundordnungen spielen, wo sie die Position halten, das hat man sehr, sehr selten gesehen und deswegen, dafür natürlich absolut Respekt. Wir wollten im Umkehrschluss heute auch sehr seriös spielen. Wir haben klar, ein paar Spieler mussten wir auch ersetzen, aber die Jungs haben das heute bravourös gemacht. Wir waren von der ersten Minute an da. Das war natürlich mit den Fans im Rücken ja mal wieder ein besonderes Spiel, weil auch da, wenn du ein Jahr lang ohne Fans spielst, was ganz Tolles erreicht hast, überhaupt in die Liga aufsteigen zu können, war das natürlich heute ein besonderer Tag für alle. Die Fans waren da, wir haben es von Anfang an sehr, sehr gut umgesetzt, waren sehr, sehr aggressiv, haben versucht, den Gegner vor Aufgaben zu stellen. Es ist uns sehr, sehr gut gelungen. Wir hatten zwar ein, zwei Nachlässigkeiten, wo der Manu uns im Spiel hält, als ich weiß nicht mehr genau, welcher Mainzer Spieler dann aufs Tor läuft und Manu mit einer super Fußreaktion hatte. Aber das war für mich so gefühlt die einzige klare Chance. Zweite Halbzeit war dann klar, dass Mainz natürlich nochmal sehr viel Größe reingebracht hat und da über Standards, über lange Bälle, war das schon sehr, sehr schwer zu verteidigen. Das haben wir dann auch sehr, sehr gut gelöst. Und dann mit einem sehr, sehr schönen rausgespielten Tor mit Zoller und Polti in seinem ersten Spiel war der Sieg dann auch eingefahren. Und das ist einfach ein gelungener Tag nach über 4.000 Tagen Erstliga, erster Heimspiel. Wir können heute auf jeden Fall stolz sein. Vielen Dank. So, die erste virtuelle Hand habe ich schon gesehen. Das müsste Tomias Goldbrunner von der Mainzer Allgemeinen sein. Noch hören wir allerdings nichts. Ich weiß nicht, ob der Tobias Goldbrunner schon angefangen hat zu sprechen. Bitte um einen kurzen Moment Geduld. Wir sagen, wenn es denn weitergeht. Einfach mal in der Zwischenzeit ein wenig weiterreden. Hören Sie mich jetzt? Jetzt hören wir ein bisschen besser. Okay, können Sie mich jetzt noch besser hören? Ja, noch leicht leise hier im Raum, aber immerhin, Sie sind zu hören. Ich versuche möglichst laut zu reden. Sehr gut. Alles klar. Die Frage geht an Bo Svensson. Herr Svensson, was können Sie denn mitnehmen aus diesem Spiel? Ich glaube, die Liste ist ziemlich lang, aber hat gesehen, finde ich, insbesondere in der ersten Halbzeit, dass wir nicht so wach waren und nicht so aggressiv waren und auch wenig Durchsetzungsvermögen haben, auch nicht so diszipliniert, wie wir normalerweise spielen, in einigen Situationen einfach nicht wach genug. Und das ist schon eine Lehre bei allen taktischen Sachen, die wir auch im Spiel brauchen, warum wir natürlich auch die Einstellung und mentale Frische, um die Sachen halt auch sauber umzusetzen. Und zweite Sache ist, unser Spiel lebt von Intensität und Leidenschaft. Und das haben wir so selten heute auf den Platz gebracht. Aber es gibt noch mehr Sachen. Die zweite Hand, die ich gesehen habe, kam von Peter Dörr von der Bild Frankfurt.
Ja, Bo, dein Sportdirektor hat auch gesagt, ihm hat so die letzte Gier gefehlt, die im letzten Spiel da war. Kannst du, du sagst jetzt, Intensität und Leidenschaft haben gefehlt. Wie erklärst du dir das, dass es heute nicht da war? Das weiß ich jetzt nicht hier, halbe Stunde nach dem Spiel. Darf aber schon nicht vergessen, dass wir auch diese Woche eine komplizierte Woche hatten. Das ist letzte Woche sehr, sehr groß darüber geschrieben. Es ist diese Woche ein bisschen runtergegangen. Klar haben wir die Bank voll gehabt, aber es war halt mit Spielern, die normalerweise Stammspieler sind, die sehr, sehr wichtige Spieler für uns sind, und die haben 14 Tage nicht trainiert. Und erwarten, dass Paul Nebel und Niklas Tauer das Ganze hier uns tragen soll durch die Saison, ist auch ein bisschen naiv, auch wenn das zeitweise von den Medien so ein bisschen geschildert wird. Also mehr Sachen sicherlich, aber ich finde, das sind ein paar Punkte, die natürlich wesentlich sind. Nächster in der Reihe, Marcel Witte von Ruhr24. Hallo zusammen, eine Frage an Thomas Reis. Gerrit Holtmann stand statt Takuma Asano in der Startelf. Letztlich kann man natürlich jetzt sagen, alles richtig gemacht. Welche Idee steckte denn von Ihnen dahinter, Gerrit Holtmann in die Startelf zu stecken? Ja, weil wir wissen ja, welches Tempo Gerrit hat. Ich meine, Taku ist ja schon von der Geschwindigkeit nicht ganz so, aber hat natürlich andere Qualitäten. Dann schaut man sich das Training an. Da war es bei Taku so, dass es ja auch so ein bisschen eine kleine Problematik gab, wo ich das Gefühl hatte, okay, so 100% ist er vielleicht vom Kopf her auch nicht ganz so frei. Aber das ist auch kein Problem. Wir haben ja gesagt, wir müssen als Mannschaft funktionieren, und heute hat es Gerrit sehr, sehr gut gemacht. Wir haben einen tollen Spieler mit Taku geholt zum VfL Bochum, der mit Sicherheit auch sehr, sehr gute Spiele machen wird. Und als er reinkam, war es ja auch nochmal ein Belebenselement, und nur so kannst du auch deine Ziele dann erreichen. In der Reihenfolge der Hände war zuerst Ulf Zimmermann da von der dpa. Ja, danke, Herr Reis. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Ja. Eine Frage zum Tor von Gerrit Holtmann, das aus einer mannschaftlich tollen Leistung herausragte. Haben Sie spontan ein anderes Tor in der Bundesliga-Historie im Kopf, das diesem ähnelt? Habe ich nicht. Also ich hoffe auch, dass es jetzt nicht übertrieben wird. Ich meine, es war ein tolles Tor. Ich finde aber trotzdem, haben wir eine tolle Mannschaftsleistung heute gezeigt. Und deswegen sind wir froh, dass Gary das gemacht hat, weil wir standen draußen und haben gedacht, schieß, schieß, schieß. Und er geht immer weiter. Klar, Trainer, Kollege hat es ja gesagt, dass für ihn das halt ein bisschen zu passiv war, das Verteidigen. Und er hat dann doch zum Glück noch im richtigen Moment abgeschlossen. Aber wir sind froh, dass er das Tor gemacht hat, aber jetzt da Vergleiche anzusetzen mit irgendeinem anderen Tor, da müsste ich auch nochmal in die Statistik reinschauen, was es überhaupt schon für Tore gegeben hat. Sebastian Hub wäre der Nächste. Thomas, erstmal Gratulation zum Sieg. Erste Spiel für dich, erste Liga, dann so ein tolles Spiel. Wie fühlt sich das, die erste Frage, fühlt sich das an, wenn so viele Fans, also es waren ja fast ausschließlich VfL Bochum-Fans im Stadion, wie fühlt sich das an? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist an dich, Thomas. Christian war ja, also Gamboa war ja am Ende ein bisschen traurig, dass er doch ausgewechselt wurde. Geht's ihm denn gut? Also alles in Ordnung? Ja, ich habe jetzt noch nicht... Fange ich mal mit Christian Gamboa an. Ich habe jetzt noch nicht die genaue Diagnose. Er hat halt ein bisschen Eis um Arm. Wurde halt ein bisschen signalisiert, dass es vielleicht eine Auswechslung besser ist. Und wir haben ja mit Herbert Bockhorn auch einen Spieler, der ihn würdig vertreten kann, wo der Konkurrenzkampf auch groß ist. Und man hat ja auch gesehen, dass es auch nochmal dann im Nachhinein hat es gepasst, dass es ein sinnvoller Wechsel war. Und wie fühlt sich das an, wenn du... Ja, wenn du erstmalig ein Heimspiel hast nach der langen Zeit, wenn die Zuschauer da sind, ähnlich ging es ja Mainz gegen Leipzig, dann wirst du schon getragen. Und Mainz hat es ja gegen Leipzig auch super verteidigt und hat auch absolut für mich dann auch gegen Leipzig verdient gewonnen. Heute wurden wir dann getragen, wir konnten den Funken des Publikums, wurde auf uns übertragen. Wir haben durch unsere Art und Weise, wie wir von Anfang an gespielt haben, das Ganze zurückgegeben. Und es war für uns einfach ein gelungener Tag nach über 4000 Tage Warten auf erste Liga. Mit einem Heimspiel. Peter Dörr ist dann wieder dran. Bo, ich habe dich von hier oben beobachtet. Du hast nach 10 Minuten, 15 Minuten schon sehr, sehr unzufrieden da unten gewirkt an der Bank. Hast du da schon abgesehen, dass es heute sehr schwierig werden könnte?
das habe ich schon vor dem Spiel gewusst, Peter. Also ich habe auch schon gesagt, dass Bochum eine sehr, sehr gute Saison letztes Jahr gespielt haben. Die Mannschaft ist im Großen und Ganzen auch zusammengeblieben. Wir werden eine gute Rolle spielen in der Bundesliga. Das habe ich vor dem Spiel schon mal gewusst. Und auch mit unserer Situation, mit den Ausfällen und bla bla, habe ich das schon gewusst. Ich fand, dass wir einfach sehr, sehr langsam agiert haben am Anfang. Unnötige Ballverluste und darüber habe ich mir geärgert. Aber das andere habe ich schon gewusst. Ralf Ritter von der WAZ Bochum. Ja, hallo zusammen. Glückwunsch erstmal an Thomas Reis zum Sieg und alles Gute auch den Mainzern im weiteren Verlauf. Thomas, es gab einen Bundesliga-Debütanten, Amel Bella Kotschap. Für mich hat er eine richtig starke Leistung gebracht. Wie hast du seine Performance heute gesehen? Ja, ähnlich, ich glaube, wir alle im Stadion. Wir wissen, ich habe ja auch gesagt, wir wissen, was Amel kann. Auch trotzdem, dass er noch so jung ist. Er hat natürlich es gesegnet mit dem Superkörper, mit der Supergeschwindigkeit. Bei ihm ist halt einfach weiterhin immer eine Kopfsache. Und sobald er fokussiert ist, sobald er klar ist, ist es ein toller Spieler. Und da können wir auch froh sein, dass er für uns, für den VfB Bochum spielt. Und deswegen ja, war seine Leistung sehr, sehr gut. Aber ich habe es ja auch im Vorfeld gesagt, wenn er spielt, bin ich auch fest davon überzeugt, dass er eine gute Leistung bringt. Und ja, hat auch mit dazu beigetragen, dass wir erfolgreich waren. Marcel Witte. Ah, nochmal an Thomas die Frage. Wie bewertest du das Debüt von Sebastian Polter? Er hat sich aufgerieben, hat das Tor gemacht letztlich, aber was kann vielleicht auch noch besser laufen? Ich meine, das Zusammenspiel ist klar, dass das nach der kurzen Zeit noch nicht hundertprozentig funktionieren kann. Ja, er ist auch noch nicht 100% fit, ja, weil das Gute war. Deswegen hat er heute auch, oder war für mich die Entscheidung klar, dass er von Anfang an spielt, dass er bei Sittard die Vorbereitung noch mitgemacht hat, dass er da auch Spielpraxis hatte. Wir haben dann am Montag ja auch noch ein Testspiel gehabt, wo er schon zum Einsatz gekommen ist. Und dann ja, hat er schon gezeigt, dass er ein sehr unangenehmer Stürmer sein kann, wo ich immer so ein bisschen von gesprochen habe, dass wir auch ein bisschen was anderes brauchen für die erste Liga. Ein bisschen Cleverness auch in den Zweikämpfen. Und wenn ich sehe, wie er heute geackert hat, wie die ganze Mannschaft, hat versucht, Pressing einzuleiten, hat versucht, den Gegnern gewisse Räume zu leiten, um dass wir da Zugriff bekommen. Und hat sich dann absolut mit dem Supertor dann belohnt. Ja, super Flanke von Zolli, der heute auf Außen gespielt hat. Und manchmal musst du als Trainer auch das Glück haben, dass deine Ideen halt aufgehen. Und ja, heute war es mal der Fall. Also ansonsten hätte ich mich wieder erklären müssen, warum Zolli außen gespielt hat. Und heute muss ich es halt nicht.